Die Nacht könnte mal vorbei sein. Ich finde auch immer, die Nächte dauern bei Minecraft immer länger als der Tag. Das kommt einem nur so vor. Es ist eigentlich nicht so. Oh, jetzt wird wieder Tag. Gut, da kann ich schon langsam raus. Nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Nein. Ein Ei. Und ein Huhn. Stirb. 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 So. Und Benny, was machst du so? Jo, ich zocke gerade Forge of Empires. Okay. Hier mal bei meiner Stadt vorbei. Alles im grünen Bereich. Oh, ich hab vorhin wieder Clash of Clans kennt. Glückwunsch, dass ihr es spielt, das ist geil. Wer es nicht kennt, naja, tut mir leid. Ja, ich muss mal auch mal Clash of Clans holen. Oh, tu es dir nicht an. Warum? Ein scheiß Spiel. Warum zockst du es dann? Tja, keine Ahnung. Ich hab schon überlegt, damit aufzuhören. Komm, bloß weil du bist in der besten Gilde. Ja, Quatsch, Gilde, im besten Clan. Entschuldigung, ich war es einfach. So, ich guck ja mal bei unserer Pilzfarm. Das kann doch nur geil sein. Na gut, ich muss mich da erstmal reinfinden, wenn ich mir das hole. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Na, ich auch nicht. Bist aber trotzdem drin. Bist aber schon zu weit gekommen, Jonas. Ja, nee, aber es ist scheiße. Ich wollte jetzt endlich mein Rathaus upgraden und dauernd kommen irgendwelche Spasten und greifen mich an, wisst ihr? Und klauen mir alles Geld, was ich noch hab. Level dich runter. Mach dich wieder Bronze 2 oder 3 oder so. Ach so. Ich also greif an und verlier mit Absicht. Dann greift dich keiner mehr an, weil du dann viel zu stark für die Liga bist. Ganz nützlich. So. Muss ich auch mal machen. Gold 2 ist zu hoch für mich. So, das geht nach Liegen. Wird das auch ausgewählt im Mehrspiel oder wie? Scheiße, ich habe nur noch ein Herz. Das ist scheiße. Ja, du bist so gut wie tot, würde ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal... Mich hat meine Hexe vergiftet in Hardcore. Und da war ich auf ein halbes Herz runter. Ich denke mal, in Hardcore ist es so, dass man dann auch ganz sterben kann durch Gift. Ich weiß auch nicht genau. Und wenn ich dann noch runtergegangen wäre, das war total knapp. Oh. Und ich krieg die ganze Zeit hier Nachrichten von aus der Klassengruppe, hier WhatsApp. Das nervt immer. So, ich muss mal wieder was essen, dass ich mich regeneriere. Hier ein paar Kühe schlachten und so. Ich weiß nicht, ich laufe hier die ganze Zeit nur rum, weil ich einfach so abgelenkt bin. Markus, du musst dein Style mal ein bisschen improven. Na klar. Ich dachte 2014 wird sich alles bessern, aber ist nicht so. Boah, Alter, der Seed, den ich hab, der ist einfach nur so geil. Na, mussten wir dann mal schicken. Ich guck mir auch mal an. Ja, auf jeden Fall. Ich guck mir natürlich im Pussy Mode auf Peaceful an. Und im Creative Mode. Ja. Nee. Das ist eine so geile Welt. Ich habe extra dafür eine LAN-Welt gestartet, um Cheats anzumachen. Ach, und den Seed aufzuschreiben. Jetzt ist ja... Oh, scheiße, jetzt ein Creeper in der Pilzfarm gespawnt. Oh, in meinen Pilz. Ja. Alter, Markus, pass auf, gell. Ja, ja, ich krieg ihn, ich hab einen Bogen. Keine Pilze von mir. Ja, das wäre ja tragisch. Das ist ja Tradition. Das darf nicht sein. Ach, noch einer. Ey, müssen die mal zu viert spawnen oder so. Ich hasse das. Dass jemand in ihren Gangs kommen. Oh, wieso? Oh, Schweinefleisch hält einfach nicht an. Warten. So, noch ein Kandidat hier. Ja. Ah, natürlich. Was frage ich überhaupt noch? Schafe! Endlich! Ich kann mir endlich ein Bett craften.
Wolle. Yeah. Geil, Wolle. Oh, und Lava direkt an der Oberfläche, wie geil. Mhm. Kannst du gleich mal Obsidian holen. Hm. Oh, was brennt denn da hinten? Boah, die Welt ist einfach nur so genial. Ja. Ein Kürbis. Oh. Ein reicher Fund. Warum? Oh, hier ist ein Lavasee, direkt an der Oberfläche. Ja. Noch einer. Oh, den sieht... No. Boah, ich muss mir die Welt mal so angucken. Hm. Ich laufe hier schon wieder rum. Ist schon fast nicht mehr, wo ich hin muss. Wo ich herkomme. Oh. Mhm. Lotus wird dir helfen, mein Freund. Ja. Nee, das habe ich gerade nicht drin. Ich habe gerade Optifine drin. Ach so. Oh, Gott. Mhm. Ich kann ja gleich den Sieg mal einschreiben, hier unten im Gruppenchat. No. Wir können sich ja dann mal angucken. Auf jeden Fall habt dann ja dann beide. Mhm. Ja. Das ist ein übelst riesiges Waldbiom. Wüstenbiom, geil. Oh, jetzt gab es keinen Fallschirm. Ich war noch im Battlefield. Das kenne ich. Vorhin mal wieder seit langem Skill gezockt. Ja. Mhm. Ich wollte die ganze Zeit mit Z ranzoomen. Ich weiß nicht warum. Mhm. Na so, wo wir das letzte... War das mit Z, ich weiß nicht mehr wo. Mhm. Na so, wo wir das letzte Mal in der Skype-Konfi waren hier, hast du auch Skill gezockt, gell? Im März. Das könnte ich eigentlich machen. Weiß gar nicht, ob ich da dabei war. Doch, doch. Die Wüste hier sieht auch einfach nur geil aus, wie Amplified so ein bisschen. Mhm. Ja, meine Hardcore-Welt ist auch eine Amplified-Welt. Ey. Sieht wirklich übelst gut aus. So, zack. Mhm. Das komische Regal, ich glaube, das muss ja wieder weg. Weil ich jetzt den Rahmen noch ein bisschen vergrößert habe, wo die Öfen sind nach hinten noch, weißt du? Hm. Und ja, da muss jetzt dieses komische Regal hier mal weg. Ach so. Mit den Büchern. Boah, das ist einfach nur eine derbst geile Welt. Das habe ich lange nicht mehr gesehen in Minecraft. Hm. Ich zock das gerade in Hardcore. Das kotzt ein bisschen an. Ach, wisst ihr was? Was wenn ihr einmal so schnell dabei seid, mitten in der Aufnahme, gibt sich der Exe Benny X jetzt eine Runde Dead Space. Also, liebe Zuhörer von Sig99. Sig99? No. Danke. Die ungewöhnlichen Schreie im Hintergrund kommen von Exe Benny X, der versucht, ein Horrorspiel ernsthaft durchzuspielen, was er bis jetzt nicht wirklich geschafft hat. Denn er hat nie länger als 10 Minuten am Stück gespielt. Na, mal sehen, wie ich mich dann schlage bei Mental Hospital. Ich meine, ich sehe das Intro und da kommt es mir schon wieder hoch. Mhm. Wobei das Spiel eigentlich nicht mal so schlimm ist. Mhm. Naja, wenn man zuguckt, also ich habe ja bis jetzt nur zugeguckt bei Mr. Boni und da ist es natürlich nicht schlimm, aber wenn man es dann selber zockt, ist übelst. Ja. Also, was eigentlich das Problem ist, man weiß eigentlich, dass die Viecher kommen. Ja. Denn theoretisch kommt's immer. Trotzdem erschreckt man sich. Mhm. Aber ist ja auch egal. Ich bin jetzt hier. Hab die Monorail ersetzt und die Steuerung ist immer noch so scheiße wie am ersten Tag. Mhm. Ja. Die Steuerung war wirklich behindert bei diesem Spiel. Ja, vor allem, dass da irgendwie immer so rechts war. Ne, links. Also es ist immer so links im Bild und rechts dann irgendwie total alles frei, weil da immer die Menüs kommen und so. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ja. Und ja, war halt das erste Spiel von ihnen machen. Ja. Ja. Muss man Dead Space 2 machen. Vielleicht ein Let's Test oder so. Naja, wenn es mal kostenlos ist. Mhm.
Weil Mr. Boni kauft sich ungern Spiele. Ja. Außer Battlefield, das habe ich mir natürlich gern gekauft, aber auch nur den dritten Teil, weil der vierte Teil für den Arsch war. Ja, und den Gold Simulator. Ja, der war natürlich sehr geil. Mhm, da musst du auch nochmal ein paar und Teile gestern, machen. Der X-Tübenix hat es ja gestern mal bei mir gezockt. Mhm. Oh ja, Gold Simulator kann ich nur empfehlen. Lustiges Spiel. No. Leute, ein Wunder ist geschehen. Ja. Was denn? Was denn? Die Tür ging auf und es kam ausnahmsweise mal kein Vieh. Oh. Alter. Nicht dein Ernst. Kann das sein? Gar nicht. Oh, die eine Tür, die da so geklemmt hat. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon vorbei bist, diese Tür, die da so... Ja, ja, doch, da bin ich vorbei. Mhm. Oh, ist das so komisch verzogen jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Wo ist denn hin? Ich schlafe einfach. Oh ne, ist wieder nachts.